So, meine lieben Freunde der Leichten EDV, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute möchten wir uns mal ganz gerne den Bitaxminer nochmal anschauen. Gibt es ein neues Firmware, die 2.10, was es da zu beachten gibt. Ihr seht also hier im Fenster, zeige ich es euch gerade schon, ich habe hier auf der Boardversion 011 bereits die neue laufen, die 2.1.10. Ist connected, läuft auch momentan, er meint bei Binance momentan, Bitcoin und alles andere in dieser Software funktioniert auch, also Schwarm läuft auch. Ja, die Settings, also es hat sich von der Oberfläche nicht viel geändert, es sind eigentlich rein nur Fehlerkorrekturen intern, Geschwindigkeit und so weiter, aber vom optischen her hat sich eigentlich nichts geändert. Das hier hat immer noch keine Historie, das ist klar. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier ist verrutscht das jetzt ein bisschen. Das ist in der neuen Oberfläche, das war in der alten nicht. Und die könnt ihr einfach ganz normal runterladen und updaten. Und das könnt ihr über Settings machen. Also wie gesagt, ich habe das ja schon drin. Last Release ist bei mir schon installiert. Ich mache das mit euch nochmal durch. Ich habe nämlich erst einen abgedatet. So, da ist auch schon Bitax 2 und da könnt ihr jetzt hier direkt die ESP Minerbin runterladen, kommt also direkt zum Download, zack, wird schon runtergeladen, beim Mac verschwindet es dann direkt unten. Bei Windows gibt es dann immer eine kleine Eigenheit, da gehe ich dann aber noch drauf ein. So, und im Finder schaut es dann folgendermaßen aus, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Dateien runtergeladen, beziehungsweise ihr findet die Dateien auch bei euch im Download. Ihr dürft die Dateien nicht umbenennen. Das ist ein Felix, den ich schon wieder gemacht habe. Ich hatte nämlich gleich dahinter geschrieben, V1.2.10. Ist eine wunderbare Idee. Kann man die Version natürlich wieder auseinanderhalten, ein bisschen in Ordnung halten. Aber dann flasht er uns das nicht. Man lernt nie aus. Also die Datei esp-miner.bin muss unbedingt den Originalnamen beibehalten. Und die www.bin auch. Dann switchen wir wieder mal zurück. So, wir haben jetzt die Dateien runtergeladen. Jetzt können wir hier Update Firmware machen. Browse. So, ESP Miner Bin. Hochladen. So, jetzt sagt er auch Working. Einen kleinen Moment. Und das gleiche machen wir dann hier mit der www.bin. Laden die auch hoch. So, dann sehen wir also, er ist durch. Dann restarten wir unseren Miner, damit er die neue Firmware auch lädt. Schau mal, da ist er schon. Settings. Last Released 2.1.10 ist drin. Und damit hat sich die Sache für uns erledigt. Das hat auch, ihr müsst nicht alles auf einmal updaten, wenn ihr mehrere habt. Die könnt ihr auch nach und nach updaten. Also wie gesagt, die laufen, der läuft hier noch auf 2.18. Auf der 2.1.8, Entschuldigung, und die anderen laufen jetzt auf der 2.10. So einfach ist das Update eigentlich zu machen. Eine kleine Stolperfalle hätten wir dann allerdings doch. Und zwar, ich habe euch das jetzt auf Mac gezeigt. Mac ist da nicht so empfindlich. Ich sage dazu nur, liest die Bücher, die sie euch verbieten wollen. Gehen wir mal kurz auf unsere VM hier rüber. So, hier könnt ihr die Dateien ja runterladen. Wenn ihr die jetzt runterladet, habt ihr das Problem, dass zum Beispiel Google Chrome jetzt die Datei einfach sperrt und sagt, nee, ist nicht. Die Datei ist gefährlich. Ja, die dürft ihr nicht benutzen. Da macht man so böse Dinge wie Bitcoin Mining mit. Ja, das ist ein ganz gefährliches Ding. So, dann speichern wir uns die Datei. Und zwar unter Downloads. Dann schauen wir uns unser Download-Ergebnis mal an. Nein, in dem Fall macht das jetzt nicht. Bei mir hat das vorhin, wo ich den anderen Miner abgedatet habe, den ersten gemacht. Und dann hat er gesagt, Zugriff auf diese Datei ist verwehrt. Aber wie gesagt, das kann man dann einfach umgehen, indem ihr hier einfach auf das Symbol klickt. Dann hier sagen, vollständiger Download anzeigen. Und dann könnt ihr hier sagen, an drei Punkte hier hinten, so ein Hamburger-Menü.
Und da kannst du dann sagen, okay, diese Datei trotzdem herunterladen. Gut, das ist die einzige Stolperfalle, die es halt bei Windows dann gibt. Ansonsten bleibt dazu nichts zu sagen. Gut, dann kommen wir noch zu einer Angelegenheit, was die 2.1.10 betrifft. Und zwar, ihr seht hier, ich habe hier das auf einer Bordversion 0.11. Das ist also die älteste Version mit einer der ältesten Versionen vom BM 1366. Da läuft das Update mit der Version 2.1.10 hervorragend, kann nicht meckern. Ja, die Hashrate ist nicht besonders hoch, 72, aber er meinte ja auch wirklich real Bitcoin. Worauf möchte ich hinaus? Die 2.1.10 hat einen Felix, so wie es aussieht. So, dann sind wir jetzt wieder auf einen 2.4er Bitmax geschaltet, auch der BM 1366. Und ihr seht, ich habe ja wieder die 2.1.8 am Laufen. Welchen Hintergrund hat es? Die 2.1.10 hat anscheinend ein bisschen Probleme, was die Firmware angeht, die nicht sauber läuft. Es sind da auch schon viele Berichte am Laufen im Internet und man kümmert sich bereits um das Problem. Allerdings ist im Moment so, dass wenn euer Miner mit der 2.1.10 nicht richtig läuft, das heißt, wenn hier eure Hash auf 0 bleibt, dann habt ihr denn das Problem, dass die Firmware nicht richtig arbeitet. Das heißt, du kannst dann ein Downgrade machen. Du gehst hier wieder unter Settings, dann Browse und dann kannst du hier, ich habe jetzt die ESP Miner 2.10 umbenannt, damit ich die ESP nochmal neu runterladen kann, die einfach noch einmal neu aufspielen und dann den Router neu starten. Damit hast du ein Downgrade gemacht von deinem Miner und der Miner läuft dann mit der 2.1.8 und damit zuverlässig. Und das Update auf die 2.10, da wird einfach am besten einfach ein bisschen warten, bis die Firmware dann wirklich auch mit der 2.4er Version läuft. Was die anderen Versionen jetzt angeht, es gibt ja noch neuere Boards zu der 2.4, 2.5, 2.6. Kann ich jetzt so nicht sagen, ist auch nicht ersichtlich. Auf jeden Fall, das Problem wird im Internet schon behandelt und bearbeitet. Also da wieder einfach ein bisschen Geduld haben. Von der Methode, den Webflasher zu verwenden, möchte ich abraten an dieser Stelle. Man kann das Gerät damit zerschießen. Und also nicht nochmal ich nehme den her. Ich würde ihn vielleicht im Notfall hernehmen, wenn es gar nicht anders geht und ich jetzt unbedingt das Update brauche. Ansonsten kann ich ihn auch mit der 2.1.8 laufen lassen, weil er dort einfach gut, zuverlässig arbeitet. Ja, das könnt ihr überall nachvollziehen. 2.1.8 läuft hervorragend. So, das war dieser Punkt. Wenn dir das Video gefallen und geholfen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Wenn du den Kanal finanziell unterstützen möchtest mit einer Spende, kannst du das gerne tun. Die Spendenlinks sind unten in der Videobeschreibung. Von Bankverbindung bis PayPal, Spendenlink, Bitcoin und Satoshis. Solltest du generell Probleme haben beim Nachvollziehen oder Umsetzen des Videos oder sonstige Probleme dein tägliches Leben mit der EDV, dein Alter, dann kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Die KSC ist ein weltweiter Remote-Dienstleister, weltweit tätig, arbeitet für 25 Euro die Stunde, Auftrag gegen Rechnung nach getaner Arbeit. Und das Ganze ohne Vertragsbindung, ohne Abo oder sonstige Ecken, Haken und Ösen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Dabeisein und bis zum nächsten Video. Ciao.